Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lost Chronicles of Zerzura. Ja, wir sind ja jetzt endlich in dem Kloster der Heiligen Jungfrau angelangt und sind jetzt hier begrüßt worden von dem Abt. Und der, ich glaube, der hat gesagt, wir sollten hier drinnen irgendwie warten oder so. Und wir sind jetzt hier drinnen und er hatte schon gesagt in der letzten Folge der Fyodor, dass hier irgendwie so ein auffälliges Bett ist, das er aber nicht untersuchen kann, solange der Mönch hier sitzt und betet. Und wenn man den Mönch anspricht, reagiert der nicht auf uns. Entweder ist er zu tief ins Gebet vertieft, ja, oder er hat irgendwie so ein Schweigegelübde abgelegt, wo man nicht reden darf, gibt's ja auch. Eins von beiden auf jeden Fall hat er, auf jeden Fall reagiert er auch nicht. Und wir müssen jetzt anscheinend irgendwie den Mönch dazu kriegen, diesen Schlafplatz hier zu verlassen. Und hier liegt auch noch einer, aber der liegt wie tot da, weiß ich nicht. Der schläft anscheinend tief und fest. Und ich würde mal sagen, weil jetzt hier gerade nicht sehr viel ist, gehen wir einfach mal kurz raus und gucken mal, ob wir raus dürfen auch überhaupt. Ich bin mir nicht so sicher. Darf ich? Und da hinten ist eine Statue und die muss ich mal sagen, die sieht ja echt gar nicht wie eine Statue aus. Das sieht aus, als würde da irgendwie so ein Riese sitzen und pscht machen. Und was mir auch gerade jetzt so auffällt, wenn ich den sehe mit pscht, die Figur mit dem Finger, da ist ja hier drinnen ist ja auch eine Figur, ne? Und hier ist eine, die fehlt. Und es gibt ja diesen Spruch oder diesen Satz oder Sprichwort irgendwie nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Und hier wäre ja in dem Fall nichts sehen und auch nichts sagen. Und dann gibt's ja natürlich noch nichts hören. Und das wäre ja dann die dritte Statue, die fehlt. Ich bin mal gespannt, ob wir die irgendwie suchen müssen oder sowas. Ist mir letztes Mal schon aufgefallen, dass die Statue die Hände vorm Gesicht hat und dass die eine fehlt. Und da habe ich gedacht, es ist irgendwie, sieht aus wie nichts sehen, aber wo ist dann, wenn entweder nur hören oder sprechen? Und hier ist die Sprechstatue. Ich gucke die mir mal an. Ein Mönch, der schweigt oder alle anderen zum Schweigen auffordert. Ja, kann sein, dass das auch bedeuten soll, aber ich finde irgendwie dieses nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, das würde ganz gut passen. Und hier ist ein Soldat. Ist interessant, in dem Kräutergarten hier. Jede Menge Kräuter. Leider habe ich von Kräuterkunde keine Ahnung. Ich auch nicht. Also gibt Sachen, wo ich mich überhaupt nicht auskenne und das sind Kräuter. Da kannst du mir sonst was zeigen. Ich wüsste nicht, was es ist. Also so ein paar, klar, erkenne ich schon, aber nicht alles so gut. Hier oben ist ein Fenster. Da muss das Zimmer des Abtes sein. Interessant. Wir müssen ja schließlich immer noch irgendwie den Großinquisitor, der muss ja hier auch irgendwo sein. Soldat natürlich passt dazu. Ein beeindruckendes Kloster ist das hier. Uralt ist es, habe ich mir sagen lassen. Ich bin selber erst seit ein paar Tagen hier. Gibt es viele Mönche, die Metallkleider tragen? Ihr Beduinen seid lustig. Ich bin kein Mönch. Ich bin Soldat. Aha, Soldat also. Interessant. Der betende Mönch mit dem... Was ist denn mit dem? In der Schlafstätte kniet ein Mönch. Er antwortet nicht, wenn man ihn etwas fragt. Das ist normal bei ihm. Der fängt jeden Tag mittags an zu beten und hört erst auf, wenn es Abendbrot gibt. Wann gibt es denn Abendbrot? Wann gibt es Abendbrot? Mein Magen knurrt schon seit Tagen. Da wirst du dich wie alle anderen noch etwas gedulden müssen. Warte einfach auf das Läuten der Glocke. Könnte heute allerdings etwas länger dauern. Wieso? Naja, es gibt etwas Besonderes, wenn ich nur die richtigen Kräuter dafür finden würde. Aha, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder läuten wir die Glocke selber oder wir finden die Kräuter hier drinnen, je nachdem. Die Kräuter sind also für das Abendbrot. Ja, natürlich. Oder meinst du, ich knie hier nur so zum Spaß im Dreck? Und wieso schaust du dir dabei ein Buch an? Das ist ein Buch über Kräuterkunde. Ich bin Soldat und kein Suppengrün-Experte. Möge dein Gott dich beschützen. Deiner dich auch, Beduine. Dankeschön, das ist sehr freundlich. Wir gehen jetzt aber erstmal weiter. Ich guck mir erstmal die Glocke an, natürlich. Die Glocke der Heiligen Jungfrau. Was haben wir eigentlich dabei? Könnten wir die abschmeißen mit dem Metallkreuz? Ach nee, guck mal, die Glocke geht nicht. Nee, wir müssen also dann müssen wir ihm helfen und die Kräuter finden, damit die Glocke läutet. Ich dachte, ich könnte die auch selber läuten. Aber es gibt ja hier immer nur einen Lösungsweg und deshalb müssen wir auch da den richtigen wählen, natürlich. Und da bleibt uns nur noch hier in diese große Tür durchzuschreiten. Wenn wir dürfen. Dürfen wir anscheinend. Ah, da ist ja der Koch, der Mönch. Und hier ist ein Seil, das, glaube ich, die Glocke bedient. Doch.
Damit läutet der Koch persönlich die Abendbrotglocke. Nein, die darf ich wohl nicht läuten, oder? Damit läutet der Koch persönlich... Nein, wahrscheinlich nicht. Ich gucke mir mal die Kochutensilien hier an. Sachen zum Kochen. Pfannen, Gewürze, Rezepte. Nichts, was ich brauchen könnte. Nee, habe ich mir schon gedacht. Außer Pfeffer. Pfeffer kann man immer gebrauchen. Moment, hier, kann ich... Jetzt mein Auge leuchtet als auf. Moment. Ah, jetzt ist es wieder weg. So, hier ist die Tafel. Ah, hier ist gedeckt worden schon. An dieser Tafel essen die Mönche. Und da schon gedeckt ist, nehme ich mal an, dass es eigentlich auch bald Essen geben sollte. Dahinter muss ich die Treppe zum Schlafraum des Großinquisitors befinden. Ohne weiteres komme ich da nicht rein. Ja, da müssen wir tatsächlich rein. Wir müssen also entweder den Mönch hier vertreiben oder irgendwie alle zum Essen rufen. Ich bin mir noch gar nicht so sicher. Der Ofen ist aus. Mach ihn an. So, hier... Ah nee, das ist... Nee. Okay, dann gucke ich mir den großen Kessel an, dann rede ich mit dem Mönch und hier ist schon wieder ein Blasebalg. Blasebalg Nummer 3 in dieser Story, wenn ich mich nicht verzählt habe. Oder 4. Das Essen riecht köstlich. 3 auf jeden Fall. Praktisch. Damit hält der Koch das Feuer am Brennen, ohne sich die Finger schmutzig zu machen. Was natürlich sich dann auch auf das Essen auswirken würde, wenn er sich die Finger schmutzig machen würde. Zum Glück hat er einen Blasebalg. Hoffentlich hat der kein Schweigegelübde abgelegt. Sei gegrüßt, ehrenwerter Mönch. Gott zum Gruße, lieber Gast. Nenne mich Bruder Jeremias. Ach cool, den mag ich irgendwie. Ich sehe, hier wird reichlich gekocht. Es muss ja auch eine halbe Armee verköstigt werden. Eine halbe Armee? Da steht doch nur ein Mann im Hof. Mindestens ein Dutzend Soldaten sind noch unterwegs hierher, hat man mir zumindest gesagt. Und wann kommen die Soldaten an? Ein Dutzend Soldaten in diesem friedlichen Kloster? Wieso? Das liegt an unserem hohen Besuch, dem Großinquisitor. Der reist immer mit großem Gefolge. Aha. Kannst du mir mal was der Großinquisitor irgendwie drüber erzählen oder so? Großinqui... So eine Art König. Mächtig wie ein König, aber er folgt dabei dem Weg des Herrn. Es ist eine besondere Ehre, ihn hier zu haben. Und was führt diesen mächtigen Herrn mitten in die Wüste? Darüber schweigt er. Aber ich hege keinerlei Zweifel an seinen Absichten. Schließlich ist er ein Mann der Kirche. Ja. wie schön doof er wieder tut. Großinqui, was? Naja, hoffentlich stellen wir uns nicht so doof dann bei den Kräutern hier an. Der Kräutersoldat scheint seiner Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Er hat zwar ein Kräuterbuch bei der Hand, aber ich bezweifle, dass er lesen kann. Herr, verzeihe mir. Was? Nicht du. Ach, alles muss man selber machen. Dann läuten wir mal zum Essen. Was? Seil? Mit dem Blasebalg verbinden und dann läutet er selber. Aha, wenn er drauf tritt. Nehme ich mal an. So fällt kein Verdacht auf mich. Richtig. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass der Koch den Blasebalg auch benutzt. Dafür muss das Feuer ausgehen. Ein kleines Feuer, das den Kessel anheizt. Und zwar mit Wasser löschen wir den. Ganz schnell. Ich weiß nicht, ob der schnell wiederkommt, der Koch. Ich lösche das Feuer nur ein wenig. Genau. Und so, ja, das ist praktisch, das ist nicht doof gemacht von ihm. So denkt natürlich keiner, dass er einfach die Glocke gezogen hat, dann zieht er die selber und der Mönch haut ab. Es ist nur noch Glut in der Feuerstelle. Und das reicht auch. Können wir das vielleicht noch verfeinern, den großen Kessel? Ja, machen wir mal. Ich bin Erfinder und kein Koch. Entschuldigung. Knochenstück? Ich bin Erfinder und kein Koch. Alter, was wir da als I... Ah nee, geht aber auch nicht. Okay, dann gehen wir raus. Wir brauchen hier drinnen nichts mehr. Jetzt müssen wir nur warten, dass wir im Lager dann sind und dass die Glocke läutet. Genau. Na, endlich alle Kräuter beisammen? Nachdem ich die Giftwurzeln und das Unkraut eigenhändig aussortiert habe, ja. Ey, super Soldat. Hätte uns alle vergiftet. So. Jetzt müsste gleich die Glocke läuten. Na Gott nochmal. Wieso läutet diese vermaledeite Abendglocke jedes Mal zu früh? Ah, da ist ja der Mönch. Und bis der merkt, dass das ein Fehlalarm war, im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir dann wahrscheinlich schon das erledigt, was wir erledigen wollten. Jetzt müssen wir nur... ganz unauffällig hier warten, bis alle zum Essen gehen.
damit wir uns dann da reinschleichen können. So, jetzt geht ja auch noch die Treppen hoch. Trepp, trepp, trepp. Und... verschwinde! Ah, da kommt schon Mila angerannt. Abendbrot? Jetzt schon? Hast du Hunger oder stehst du Schmiere, während ich mich im Schlafsaal umsehe? Nur zu. Ich pass auf. Dann rein mit uns und sie passt auf, wunderbar. Wir haben ja gar nichts erzählt von unserem Plan, deshalb hat sie gedacht, wirklich, es gibt Abendessen. Und ist der tot oder was? Warum geht der denn nicht? Ich gucke mir den Schrein mal an oder das Bett. Erstmal das Bett. Das ist mir sehr auffällig. So, jetzt hoffe ich nur, dass es sich ohne Probleme verschieben lässt. Ja, genau. Dachte ich's mir doch. Eine Geheimtür. Okay, aber bevor wir diese Geheimtür öffnen, schaue ich sie mir erstmal an. Merkwürdig. Ich sehe keinen Öffnungsmechanismus. Siehst du, das habe ich mir schon gedacht und deshalb ist hier hinten der Schrein und dieser Schrein öffnet die irgendwie. Hier ist übrigens das Symbol der Templer drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Interessant. Dieser Schrein sieht irgendwie seltsam aus. Aha. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Hier haben wir diese Figuren tatsächlich. Und das Kreuz. Was? Ah, das ist dann der Öffnungsmechanismus. Muss ich ausprobieren. Also, es... weiß ich jetzt nicht. Kommt drauf an, wie wir das haben sollen mit der Reihenfolge. Sonst hätte ich gesagt, der ist draußen, der ist weit weg. Nichts... warte mal, wir machen es einfach so, wie ich es immer sage. Nichts hören... hallo? Warte mal, was macht denn der? Hm? Der sieht nichts? Der sagt nichts? Der sieht aber auch nichts. Aber welche Figur ist die richtige? Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Warte mal, wir nehmen die. Wo sind die? Da? Ja, warte. Nichts hören, nichts hören. Nichts hören, wir dürfen nichts hören. Gibt's hier aber nicht. Mist. Ich geh nochmal kurz raus. Das war es nicht. Vielleicht finde ich hier im Kloster Hinweise. Ja, so funktioniert das nämlich nicht. Ich muss mir jetzt erstmal genau überlegen, welche Lösung dieses Rätsel benötigt. Also, hier haben wir die... ein Mönch, der sich die Augen zuhält. Der sich die Augen zuhält, genau. Draußen ist der mit dem Psch-Mund... und hier fehlt die Figur, ja? Die müssen wir uns ausdenken. Die zerstörte Statue zur Lösung des Rätsels am Schrein gehörte? Aber was kann sie dargestellt haben? Es gibt eine Statue, die nichts sieht und eine, die nichts sagt. Also eine, die nichts hört. Ist das egal, welche Reihenfolge? Vielleicht ist das auch egal. Obwohl ich es nicht fast nicht glauben möchte. Also, wo haben wir denn eine, die nichts hört? Hier war das. Hier ist eine, die nichts hört. Das ist die einzige... hat funktioniert. Das ist es. Wunderbar, wir hatten nur das Falsche, nichts hören. Weil das war die mit den Augen zu und die einzige, die die Ohren zugestopft hat, war die dritte Statue und deshalb haben wir das dann gewusst, wie es funktioniert. Und jetzt ist die Geheimtür offen und wir gehen nach unten. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Ah! Da geht es in den Keller hinunter und wahrscheinlich wird dort nicht nur Wein gelagert. Ach komm, wenn da nur Wein ist, ist auch nicht schlimm. Hat sich die Reise auch fast gelohnt. Okay, jetzt spindelt er doch wieder. Er hat doch gesagt, er wollte nicht mehr. Schreiben, Nomaden schreiben nicht, oder? Klosterkeller. Ich habe einen geheimen Keller gefunden. Hier bin ich ungestört. Nur leider sind hier nicht die Schlüsselteile, die ich brauche. Aber ein Wasserbecken. Genügend Wasser ist auf jeden Fall da. Gut, können wir den Wasserschlauch vielleicht wieder auffüllen? Weil wir haben echt viel verbraucht. Feuer gelöscht. Der Wasserschlauch ist wieder voll. Dankeschön. Aber hier unten muss vor kurzem jemand gewesen sein. Oder das ist jetzt so eine Art Filmfehler. Weil die Kerzen brennen nämlich. Und Kerzen brennen nicht ewig. Wie macht man denn so weit oben eine Kerze an? Das war meine zweite Frage. Und hier ist ein Schacht. Ich gucke mich aber vorher kurz um. Hier liegt ein Beutel. Da liegen eine Menge Säcke herum. Oh! Einer von ihnen bewegt sich. Was?
Hallo? Ach da. Wer ist da? Diese Stimme kenne ich nicht. Oh, ich bin nur ein Reisender, der sich im Kloster verirrt hat. Und wer seid ihr? Ich bin der Abt dieses Klosters. Der Abt? Aber wieso? Ich dachte, wer war dann der, der uns empfangen hat? Du bist nicht allein gekommen? Nein, ich habe mich auch nicht verirrt. Aha. Ich glaube, dem Menschen können wir trauen. Der falsche Abt, er kam mir schon falsch vor, so ein bisschen, vom Aussehen her, aber naja, man kann ja die Leute eigentlich nicht nach dem Aussehen beurteilen. Und jetzt haben wir hier den echten Abt gefunden, also hat uns ein Gesandter des Großinquisitors anscheinend empfangen und hat sich als Abt ausgegeben. Ich bin auf der Suche nach dem Großinquisitor. War er es, der euch hier eingesperrt hat? Ja, und dieser Mann ist wie besessen von seiner Macht. Und hat sogar mich, seinen alten Lehrmeister, aus dem Weg geräumt. Ihr wart sein Lehrmeister? Es ist Jahre her. Da habe ich ihn hier im Kloster aufgenommen und ihn zum gläubigen Mönch ausgebildet. Doch sein Drang nach Wissen und Macht war immer schon groß. Als Mönch zog er in die Welt hinaus. Und als Großinquisitor kehrte er zurück. Aber warum? Was hat er vor? Meine Brüder berichten von einer geheimen Schatulle, die er in seinem Zimmer haben soll. Darin, so sagen sie, befindet sich etwas, das seinen Geist vergiftet. Wisst ihr, was damit gemeint ist? Nun, vermutlich ein Schlüssel für etwas, das ihm Zugang zu noch größerer Macht verspricht. Und diese Schatulle, die müssen wir unbedingt haben, habe ich das Gefühl. Ich kann mir denken, was sich in dieser Schatulle befindet. Darum bin ich hier. Ich werde die Pläne des Großinquisitors durchkreuzen. Wenn es Rache ist, was dich antreibt, dann rate ich dir davon ab. Wende dich Gott zu, damit er den Hass von dir nehmen kann. Nein, Hass ist es nicht, was mich antreibt. Ich bin hier, um den Inhalt der Schatulle dorthin zurückzubringen, wo er hingehört und wo er keinen Schaden anrichten kann. Wenn das so ist, dann will ich dir helfen. Super, aber erstmal reden wir über unsere Gefangenschaft hier oder über deine. Wir sind ja ein bisschen freier als er. Wie lange seid ihr denn schon hier unten eingesperrt? Mehrere Wochen, schätze ich. Ich habe inzwischen jedes Gefühl für Zeit verloren. Bekommt ihr genug zu essen? Das schon. Meine Brüder kümmern sich sehr um mich. Besonders Bruder Jeremias. Er kocht für mich. Bringt mir Bücher und Kerzen. Aber meine Augen sind so schlecht geworden. Die Sonne fehlt mir. Bruder Jeremias, sieh mal an. Eure Brüder könnten aber noch mehr für euch tun. Sie könnten den Papst über die Vorgänge in eurem Kloster informieren. Und damit den Hass des Großinquisitors auf sich ziehen? Und der Ketzerei beschuldigt werden? Nein, dieser Preis ist mir zu hoch. Ja, das war natürlich damals das Problem. Sobald du was gesagt hattest, wurdest du der Ketzerei beschuldigt. Aber wir brauchen trotzdem seine Hilfe. Und wie könnt ihr mir helfen, ehrwürdiger Abt? Überall hier gibt es Geheimgänge. Ich kenne sie alle. Auch von hier aus führt ein Schacht auf das Dach des Schlafsaals. Ich schaffe das nicht. Aber du könntest auf diese Weise unbemerkt in meine Kammer klettern. Dort hat sich der Großinquisitor eingenistet. Und sicher hält er dort auch die Schatulle versteckt. Das werde ich tun, danke. Aber was wird aus euch? Wie kann ich euch helfen? Kümmere dich nicht um mich. Gott ist bei mir. Und meine Brüder auch. Es wird die Zeit kommen, da der Großinquisitor wieder von hier verschwindet. Und dann werde auch ich wieder frei sein. Danke für eure Hilfe, ehrwürdiger Abt. Gott schütze dich. So, er legt sich wieder hin und ich gucke, was er kurz gepinselt hat. So, der gefangene Abt des Klosters hat mir berichtet, dass der Großinquisitor früher hier gelebt hat und ausgebildet wurde. Er scheint machtbesessen zu sein und will sich wahrscheinlich in Zazura noch größere Macht verschaffen. Er hat eine Schatulle in seinem Zimmer. Darin sind ganz sicher die restlichen Schlüsselteile. Es gibt einen Schacht, der vom Keller bis hinauf auf das Dach führt. Von dort soll man direkt in das Zimmer des Großinquisitors gelangen können. Und das haben wir auch vor und das werden wir auch machen, aber jetzt in der nächsten Folge, weil ich mache jetzt hier eine Aufnahmepause und dann werden wir durch diesen Schacht hier klettern oder einen anderen suchen und dann dem Großinquisitor mal zeigen, was ein Haken ist und die Schlüsselteile alle mitnehmen und dann
noch eine Türe aufbrechen und gucken, wie es dann weitergeht. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.